Willkommen und willkommen zurück. Mein Name ist Marius Ebert. Das nächste Problem und auch die nächste Frage, die ein Prüfer aufwerfen könnte in einer mündlichen Prüfung, wäre: Sagen Sie mal, wie berechnen Sie denn die Abschreibungen, wenn Sie den EBITDA berechnen? Kurz zur Einordnung: Wir sind im Fach Rechnungswesen, wir sind in der Jahresabschlussanalyse und wir sind bei Kennzahlen. Und der EBITDA ist eine solche Kennzahl. EBITDA, Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Depreciation, ich habe es oft gesagt, ist die Abschreibung auf die Sachanlagen und Amortization ist die Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte. Insgesamt haben wir hier in Deutschland nur ein Wort, während man im Englischen zwei Worte hat, je nachdem, auf was man abschreibt. Es geht also hier um die Abschreibungen, die aber im Englischen unterschieden werden, wie ich es oft deutlich gemacht habe. Ja, die Abschreibung auf was ist die Frage? Und da gibt es eben zwei Varianten. Einmal Depreciation, Amortization. Depreciation bezieht sich auf die Sachanlagen und Amortization bezieht sich auf die immateriellen Vermögenswerte, wobei hier im Wesentlichen gemeint ist die Abschreibung auf den Firmenwert. Ja, ich habe es auch oft erklärt, deswegen hier noch mal ganz kurz. Im HGB haben wir eine andere Abschreibungsphilosophie. Da schreibt man den Firmenwert planmäßig über die Jahre ab. Nach IFRS schreibt man den Firmenwert nicht ab, sondern nur außerordentlich, wenn Anzeichen vorliegen. So, jetzt, nachdem das alles erarbeitet wurde im Prüfungsgespräch, stellt der Prüfer die Frage: Wo kriegen Sie die Abschreibungen denn her? Und die Antwort lautet, wie so oft, es kommt drauf an, nämlich, ob wir nach Gesamt Kostenverfahren unsere Gewinn- und Verlustrechnung staffeln oder nach Umsatzkostenverfahren. Beide Verfahren sind in § 2 75 HGB erlaubt, vorgesehen. Absatz 2 ist das Gesamtkostenverfahren und Absatz 3 ist das Umsatzkostenverfahren. Im Gesamtkostenverfahren ist die Antwort sehr einfach. Wir haben hier eine Staffelung. Und da werden acht Posten miteinander verrechnet. Die ersten vier sind im Wesentlichen Plusposten, die zweiten vier sind im Wesentlichen Minusposten. Wenn wir diese acht Posten miteinander verrechnet haben, haben wir den EBIT, obwohl der Begriff so im HGB nicht steht, also das ordentliche Betriebsergebnis. Und entscheidend ist hier 7a. Das sind nämlich die Abschreibungen auf Sachanlagen und auf immaterielle Vermögenswerte. Das heißt, der Posten 7a, 7b ist Abschreibung im Umlaufvermögen. 7a entspricht dem D plus dem A. Und damit ist die Antwort klar. Es ist die Position 7a im Gesamtkostenverfahren. Da können wir die Abschreibungen ablesen. Und zwar, da wir ja hier beim EBITDA beides zusammenfassen, ist es tatsächlich die komplette Summe, die bei 7a steht. Hätten wir nur den EBITA, EBITA, ohne das D, dann brauchten wir die Angabe, welcher Teil von 7a ist D, beziehungsweise ist A, ja, damit wir wissen können, Earnings before Interest, Taxes and Amortization, damit wir wissen, welcher Anteil dieser Zahl, die unter 7a steht, ist D und was ist A. Und A brauchen wir im Prinzip. Ja? So, Ende des Exkurses, zurück hierhin. Hier brauchen wir diese Unterscheidung nicht, weil wir in Deutschland nur den Begriff Abschreibung kennen. Wir unterscheiden Abschreibung im Anlage- und im Umlaufvermögen. Das ist die Unterscheidung zwischen 7a und B. Ne? 7b ist das Umlaufvermögen, A ist das Anlagevermögen. Aber da eben wird nicht mehr weiter unterschieden, ob es immateriell oder materiell ist. So,
Schwieriger wird die Frage im Umlauf, im Umsatzkostenverfahren. Im Umsatzkostenverfahren ist die Frage schwieriger zu beantworten. Warum? Weil das Umsatzkostenverfahren anders strukturiert. Das Umsatzkostenverfahren strukturiert nach Funktionsbereichen, während das Gesamtkostenverfahren im Prinzip nach Kostenarten strukturiert. Ja, so haben wir die Kostenart Abschreibung, wir haben die Kostenart Löhne und Gehälter und die Kostenart Sozialabgaben. Das macht die Sache sehr einfach. Wir brauchen die Kostenart Abschreibung. Wunderbar, da ist sie, nehmen wir die Zahl, alle sind glücklich. Im Umsatzkostenverfahren haben wir eine Staffelung von 1 bis 7, nur da stehen ganz andere Sachen. Nur der erste Posten hier ist im Prinzip gleich. Der Rest ist ganz anders, weil man im Umsatzkostenverfahren anders strukturiert. Im Umsatzkostenverfahren ist die Abschreibung in verschiedenen Posten versteckt. Und zwar in Nummer zweitens, das sind die Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen. Ja, deswegen heißt das Ding Umsatzkostenverfahren, weil man nur die Herstellungskosten erfasst von den Produkten, die wirklich Umsatz gebracht haben. Also die Abschreibung stecken im Posten zweitens. Die stecken im Posten viertens. Viertens sind die Vertriebskosten. Und fünftens sind die allgemeinen Verwaltungskosten. Ja? Und da stecken natürlich auch Abschreibungen drin bei allen drei Posten. Nur, das wird nicht eigens ausgewiesen. Deswegen fragt der Brüger, was machen Sie denn jetzt? Wo kriegen Sie denn jetzt die Abschreibung her? Und die rettende Antwort lautet, aus dem Anlagespiegel, und man nennt das Ding auch Anlagegitter. Zwei Begriffe für das Gleiche. Ja, und das ist geregelt im Paragraph 284 im Absatz 3 des HGB. Wenn Sie diese Paragraphen nennen können, ist das super. Ja, wenn Sie sagen, na, da kann ich also mit dem 275 Absatz 3 mit dieser Staffelung 1 bis 7 nicht so viel anfangen, weil dort ja bekanntlich nach Funktionsbereichen, ne, Vertrieb ist eine betriebliche Funktion, Verwaltung ist eine betriebliche Funktion und das sind exakt die Strukturierungen hier, Vertrieb und allgemeine Verwaltung und hier sind es die Herstellkosten für Umsatz. Ich kürze das mal so ein bisschen ab, ne, was da im Gesetz steht. Eigentlich heißt die Bezeichnung Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen. Na, also die Herstellungskosten für Umsatz, so habe ich das mal ein bisschen abgekürzt. Das sind Funktionsbereiche, hier vor allem Vertrieb und Verwaltung, allgemeine Verwaltung, allgemeine Verwaltungskosten, um ganz genau zu sein. Und da, wie gesagt, stehen die Abschreibungen nicht eigens ausgewiesen drin, obwohl sie irgendwo in diesen Zahlen natürlich verborgen sind. Also, was machen wir? Wir schauen nach 284 Absatz 3 zu bildenden Anlagespiegel beziehungsweise das Anlagegitter. Und dann haben wir die Abschreibung und ja, dann können wir es ausrechnen. Ausgangspunkt, wenn wir den EBIT schon haben hier, dann wird es besonders einfach. Ja, dann können wir es leicht ausrechnen. Ja. Okay, das zu diesem Thema und zu dieser Prüfungsfrage, wenn Sie im Prüfungsgespräch in diesen Regionen sich bewegen. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.